Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Zuschauer. Austragungsort dieser Partie ist die Donbass Arena. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Schachtar Donetsk gegen Newcastle United. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. So sieht die Startelf von Donetsk aus. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner ihr System aufzwingen. Das könnte gefährlich werden. So, weg ist der Ball. Isak. Die Chance. Ball ist drin. Damit haben wir hier also Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er schirmt den Ball ab. Dudakov. Sie suchen die Lücke. Könnte der Ausgleich sein. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Junge, enger geht's ja fast nicht. Ball ist drin, aber abseits angezeigt, kein Tor. Zentimeter entscheiden da über Tor oder kein Tor, Wolf. Sie können es nicht glauben, aber es war wohl die korrekte Entscheidung. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Alexander Zubkov. Wichtiges Tackling hier. Isak. Die Chance für den Konter. Er fängt diesen Pass ab. Dudakov. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Flanke. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Eine Minute gibt's obendrauf. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Alles ist bereit für die zweite Hälfte hier in der Donbass Arena. Steigen wir also ein. Sie unterstützen gut.
Er holt sich vorne den Ball. Anspiel kommt nach hinten. Kein Tor, der Torhüter ist da. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Ecke kommt lang. Schöner Befreiungsschlag. Er sucht die Anspielstation. Gehalten, stark gemacht. Ecke kommt in den 16er. Die Ecke wird entschärft, nichts passiert. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wird das eine Torchance? Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird's eng. Emil Kraft. Bruno Guimaraes. Sean Longstaff. Livramento. Isak, eine Riesenchance. So, nächstes Tor. Wieder darf gejubelt werden. Die Führung damit 3 Tore. Ich glaube, fast hier passiert nichts mehr. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Da sind Mitspieler frei. Ja, könnte gefährlich werden. Bruno Guimaraes. Er spielt steil. Und dann geben sie den Ball doch noch ab bei diesem Steilpass. Isak. Jetzt kann der Konter kommen. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Das könnte gefährlich werden. Da ist die Chance. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird es zu eng. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gäste sind also am Ende die Sieger. Es wird also ein schöner Sieg, ein deutlicher Sieg. Also das war eine beeindruckende Leistung, die sie in dieser Partie abgerufen haben.